So, hier ist das Schmuckstück. Uraltes Ding von 1936 ist dieses Prachtexemplar. Hier kann man mal die ganzen Sachen sehen aus der Nähe. Was so eine Dampflokomotive hier alles für Leitungen und Rohre verlegt hat. Aber die sieht wirklich gut aus. Ah, die werden sie mal restauriert haben irgendwann, denke ich. Aber die ist noch gut in Schuss, so wie es aussieht hier. Hier, Riesenkessel oben drauf. Aber ich habe da oben gerade gesehen, da steht, was steht da drauf? Chicago, USA. Ich weiß gar nicht, ist das eine amerikanische Dampflok? Vielleicht. Aber das finde ich gleich noch mal raus. Boah. Hier und sogar Blattfedern noch unten drin. Riesige Blattfedern. Ja, sowas müsste man natürlich noch mal in Betrieb sehen. Das wäre natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. So eine, die noch funktioniert. Das ist schon ein gewaltiges Ding. Was das für eine Technik damals war. Erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert hat, wie das alles übersetzt wurde. Und ich denke, Industrie gab es nicht. Das wurde ja alles mit der Hand gefertigt, ne? Ja, das war an hier. Sieben vier vier. Und hier steht was Thailändisches drauf. Das ist, soweit ich das lesen kann, heißt das SRT. Was immer das ist, vielleicht die Firma. Oh, mit dem Wagen hinten dran. Aber oh, das ist eigentlich hier so ein, ja, nicht Restaurant, aber so ein Café ist da drin. Aber ist zurzeit nicht im Betrieb. Aber ich werde da gleich noch mal reingehen und werde euch das natürlich auch noch zeigen, wie das von innen aussieht. Das ist der alte Waggon von dem Nachtzug von Bangkok nach Chiang Mai, der damals im Betrieb gewesen ist. Aber wir gucken uns erstmal die Lokomotive an. Mal gucken, ob ich hier hochgehen kann, dass ich da reinkomme. Jetzt will ich das Ding mal von innen zeigen. So, Moment. Ja. Wow. Das ist gar nicht mehr so klein hier drin. Ja. Hier hat es noch ein Loch. Ja, ich denke, hier fehlen auch schon ein paar Anbauteile. Damals nicht. Das sah damals nicht so aus wie jetzt, vermute ich mal. Aber ist schon erstaunlich, dass sowas wirklich gefahren ist. Ne? Das ist ja echt ein Wahnsinn. Weiß ich nicht, was das hier für ein Griff ist. Die Bremse vielleicht, oder? Um den Kessel in Gang zu setzen, ne? Den Antrieb. Hier ist noch ein Typenschild drauf. Kann man das sehen? Jo, kann man sehen. So, und wenn die gefahren ist, sah es hier so aus. Ja, das ist der Blick vom Lokführer hier. Auf den Kessel. So, was haben wir hier? So, das ist, hier ist das, hier sind die Kohlen drin gewesen. Die mussten ja dann hier in den Kessel geschaufelt werden, ne? Hier, da sind die reingekommen zum Heizen. Da können wir mal raufgehen, mal schauen, wie es hier ausschaut. Ja. Wow.
Ja, und da ist der Anhänger dann hinter, ne? Damals waren es ja ein paar mehr, heute nur noch einer. Aber das sieht schon nicht schlecht aus hier. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht, auf so eine alte Dampflok zu steigen, wie es damals gewesen ist, vor fast 100 Jahren. Ne? Schöner Anblick. Und die ist echt noch gut erhalten. Kann man nicht anders sagen. Naja, keine Ahnung, wozu diese Griffe sind. Vielleicht um Dampf abzulassen, damals, weiß ich nicht. Na, das geht ja nach vorne hier. Ah, da. Ja. Mit Sicherheit zu dem Kessel, um ein bisschen Dampf abzulassen, wenn es zu viel ist. Ne? Ja, die haben wohl wirklich Arbeit gehabt hier. Das hier ist so ein kleiner Sitz gewesen. Da fehlt der Bezug und das war's. Ne? Na gut, gehen wir mal nach hinten. Ich zeige euch mal den Waggon jetzt. So, gehen wir mal nach hinten in den Waggon. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber das hat schon echt Flair, das Ding. Nicht schlecht. So, mal schauen. Ja, hier, das ist der alte Zug, Nachtzug von Bangkok nach Chiang Mai. Die alten Waggons von damals. So, dann gucken wir mal rein in die gute Stube. Mal sehen. Aha. Ja. Ich denke, der ist ein bisschen schmaler als die heutigen Züge. Nicht ganz so breit. Und der Boden, weiß ich nicht, ist das noch der Originalboden? Oder wurde der mal getauscht? Also die Wände, denke ich, sind schon noch die Originalen hier. Ja, alles schön mit Holz verkleidet. Ja, was nicht so schön aussieht, sind natürlich hier die neu modernen Tische hier. Wäre besser gewesen, das alte Interieur wäre vielleicht noch drin. Aber okay. Hm. Haben wir hier, ach hier, eine Klimaanlage haben sie auch eingebaut hier, falls es zu warm wird beim Kaffee trinken jetzt. So, das ist die andere Tür hier. Hier geht's zur Lokomotive hin, ne? Das haben wir gerade von draußen gesehen. Aber die ist abgeschlossen hier. Ja, gut. Schön aus. Das hat was. Nicht schlecht. Haben die gut gemacht. Aber wie gesagt, mit dem, dass die alten Tische und Stühle raus sind oder die alten Sitzbänke hier, das ist natürlich schade. Das wäre natürlich nochmal ein richtiges Highlight gewesen, wenn das noch original ist. Ne? Ja, hier noch eine Klimaanlage, zwei. Schön, nicht schlecht. Ja, das war mal ein Erlebnis, ne? Also wo das Ding ist, das verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung. Und das ist eigentlich nicht schwierig zu finden, Richtung Hangdong hier in Chiang Mai. Und es ist eigentlich ja so ein Hotelpark hier mit einigen Cafés. Ja, das Hotel steht hier. Oh, und die haben hier als Location diesen alten Zug hier stehen. Ist eine schöne Gegend hier, kann man sich durchaus mal angucken. So, hier so 20 Meter weiter gibt es noch den Rest von dem Zug. Oder zumindest ist wohl noch ein Waggon. Hier auf demselben Gelände. Den wollte ich mir jetzt auch noch mal angucken. Aber übrigens, wie gesagt, hier, das ist ja so ein Garten von einem Hotel. Das sieht echt schön aus hier. Das ganze Areal haben die echt gut gemacht, ne?
So, schauen wir mal, ob man da auch reingehen kann. Vielleicht ist da noch ein paar Stühle, Tische und Bänke drin. In diesem Schmuckstück hier. Hier ist er. Das sieht natürlich nicht mehr so doll aus, ne? Völlig verrottet und verrostet. Kann man das auch machen? Nee, verrostet. Was ist da drin? Oh, nichts. Völlig leer. Kann man das sehen? Ah, vielleicht. So. Mal schauen, was hier ist. Ob das auch offen ist, ob man reinkommt. Okay. Was haben wir hier? Oh ja. Ach so. Hier ist die Toilette. Eine Toilette. Was haben wir noch? Ach so, das ist. Aha, das ist so ein Hotel in dem Zug. Ein Hotel in dem alten Waggon hier drin. Mhm. Haben die zum Hotel umgebaut. Auch nicht schlecht. Aha, hier. Klimaanlage für jedes Zimmer. Oder was heißt für jedes Abteil? Eigene Klimaanlage. Und hier, naja, so ein Aufenthaltsraum. Aber auch keine Originalmöbel mehr drin. Doch, hier, der Rückseite. Hier ist noch eine Bank. Die scheint wohl original zu sein. Und die Ablage. Gepäckablage-Dinger hier wohl auch, denke ich mal. Schön. Also wer Lust hat, kann sich hier in dem alten Waggon ein Hotelzimmer mieten. Ich gucke nachher noch mal, wie viel das kostet. Ich schreibe das noch mal mit auf. Aber das ist ja nicht schlecht. Ja, wie gesagt, hier ja, ein kleines Bett, Aircondition, Klimaanlage. Und die anderen, habe ich jetzt gar nicht drauf gehabt, haben die alle? Oh ja, die haben alle eine Klimaanlage. Jedes Abteil hier hat eine eigene Klimaanlage. Und das ist eine lustige Idee, aber es hat eben keine Leute hier, ne? Und also drei Stück sind hier in dem Zug drin, drei ja, so Schlafabteile hier. Und halt ein Aufenthaltsraum da hinten, den ich Ihnen gezeigt habe. Hier direkt am Eingang die Toilette. Schön, nicht schlecht. Gut gemacht, gute Idee. Oh, das ist der verrostete Waggon hier wieder. Was haben wir hier drin? Kann man das auch machen? Ja. Ach, hier haben sie die Dusche eingebaut. Für die Gäste. Das ist die Duschabteilung hier. Ja, noch eine Toilette und Dusche. Pissoir. Aha, für die Hotelgäste. Oh, schön. Gut, gut. Oh, ich mach mal wieder zu hier, das ganze Ding. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video über diesen sensationell alten Zug gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.